Vielleicht hast du ja schon davon gehört, es gibt sogenannte Dosen-Safes, also ganz normale herkömmliche Dosen, die man am Boden aufschrauben kann und dann Wertgegenstände darin verstecken kann. Welche es gibt und wie das funktioniert und ob das wirklich ein Schutz vor Einbrecher ist. Ja, wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop. Ich bin jetzt kurz, schön, dass du dabei bist. Die Idee ist bestechend einfach. Du nimmst eine klassische Dose, die auch wirklich ausschaut wie eine Dose und da steht alles drauf mit Pipapo und sowieso und überhaupt. Kannst den Boden aufschrauben und darin Wertgegenstände vor Einbruch schützen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Dose, ich habe dann was anderes auch noch da, da geht schon ein bisschen was rein, also weiß ich nicht, Goldschmuck oder Bargeld oder ich habe keine Ahnung. Das geht sich da alles aus und wenn du das jetzt an deiner Werkbank stellst oder irgendwo in deiner Werkstatt hinstellst, dann schaut das vielleicht auch noch ein bisschen kaputt machen, dass es irgendwo im Werkzeugkoffer gelegen ist, dann schaut das wie echt aus. Oder hier zum Beispiel, wenn du Fahrräder hast und das im Fahrradkeller bei dir stehen lässt, dann schaut das schon vernünftig aus, das ist alles okay. So, was nicht geht, also der sprüht nicht und das ist bei dem hier auch so, die sprühen nicht. Es gibt natürlich aus den Agentenfilmen und auch tatsächlich bei Geheimdiensten, ich habe da mal eine Dokumentation gesehen über die Stasi aus der DDR. Die haben wirklich Parfums gehabt oder Feuerzeuge, die funktioniert haben und haben da nur irgendwelche Kleinigkeiten geschmuggelt. Das ist das nicht. Und das ist auch nicht die Idee dahinter, weil das ist nicht weder für einen Geheimagent noch für die Hausdurchsuchung oder so weiter gedacht, sondern auf den schnellen Einbrecher. Ich komme dann noch dazu. Und dann hier zum Beispiel ein Beispiel, Maggi Ravioli, und die kann man auch aufschrauben, aber du merkst schon, man merkt natürlich, dass da was drinnen ist. Das heißt, wenn du die einfach irgendwo hinstellst, könnte es sein, dass der Einbrecher draufkommt, aber ich glaube das auch nicht. Ich komme dann gleich dazu, gib mir kurz Zeit. Aber wenn da viele Maggi Ravioli Dosen in deinem Vorratsschrank stehen, vielleicht die irgendwo unten und ein paar andere drauf, also dass das gefunden wird, also hallo. Ich habe viele Leute gefragt, die Einbrüche schon hinter sich haben. Wir hatten ja glücklicherweise noch keine. Ich hoffe, das bleibt so. Also glaub von Ohr mal sicher. Doppelt hält besser, one is like none. Ein Survival-Prinzip von mir. Aber die Einbrecher schauen, dass niemand daheim ist und schauen, dass sie schnell reinkommen, das Wichtigste irgendwie mitnehmen und dann auch schnell wieder raus. Denn umso kürzer sie im Haus sind, umso weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ertappt werden. Und das ist einfach so. Und ich glaube dann einfach nicht, dass der Einbrecher oder die Einbrecherin hier alle Ravioli-Dosen durchschüttelt. Ja? Es gibt dann noch Pepsi-Cola, normales Cola, Ballistol, andere Produkte, Knorr und so Geschichten. Aber sei es drum. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, schau da an, da gibt es ganz, ganz vieles. Weil da auch immer wieder die Diskussion in diesen Zusammenhängen ist, bringt das wirklich was? Da gab es eine Dokumentation, ja, schon wieder Dokumentation von irgendeinem deutschen Sender, und da ging ein Profi-Einbrecher in ein Haus. Und der hat dann nachher so einen Dosensafe, ich weiß nicht mehr, was es genau war, ausgerufen und gesagt, das hilft alles nichts. Ich meine, das weiß man ja, dass das ein Dosensafe ist. Wenn du in einer gestellten Situation stressfrei da reingehen kannst, okay, und sagst, schauen wir mal. Und eigentlich nicht das Ziel hast, maximale Beute zu haben, sondern mit dem Ziel hingehst, maximale Verstecke zu finden und aufzudecken, wo Menschen Fehler machen, ist das ganz was anderes, als wenn du unter Druck und unter der Gefahr ertappt und eingesperrt zu werden, durch einen Haushalt gehst. Okay? Das sind so zwei Dinge. Natürlich sind solche Dosensafes keine hundertprozentige Sicherheit, aber es ist eine Möglichkeit. Und wie sagen die Russen? Angeblich sagen das die Russen, leg nicht alle deine Eier in einen Korb. Und so könnte man natürlich unterschiedlichste Wertgegenstände tatsächlich in solchen Dosensafes verstecken. Aber es kann auch was anderes sein. Es gibt unterschiedlichste Bereiche, wo du was verstecken kannst. Es muss nicht unbedingt der Dosensafe sein. Also wenn für so einen Gelegenheitseinbrecher gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn du sowas einmal lernen willst, wenn du sagst, Reini, mach mir vielleicht eine kleine, oder du vielleicht eine Liste von mir mit solchen unterschiedlichsten Verstecken haben willst, dann gebe ich da unten den Link
auf meinen Newsletter zu der Oma-Liste. Das ist ein E-Kurs sozusagen. Schicke ich dir alle zwei Wochen eine E-Mail mit oder einmal die Woche, alle zwei Wochen Informationen, wie du deinen perfekten Krisenvorrat aufbauen kannst und natürlich auch im Bereich vom urbanen Überleben. Da gehört auch das dazu. Und da kommt dann später mal irgendwann eine Liste mit unterschiedlichsten Versteckmöglichkeiten für den Einbrecher. Also wenn dir das interessiert, trag dich ein zu diesem Newsletter, ist ganz spannend. Jetzt mag ich dir nun was bitten. Und zwar schreib du unten einen Kommentar, was du als Versteck zu Hause im Garten oder sowas für Wertgegenstände gegen den Einbruch selbst hast, beziehungsweise was du kennst und was Sinn macht. Das würde mir dauern. Da sage ich danke, kleine Infosammlung. Schreib mal auch so einen Kommentar, wie du das siehst. Gib da unten noch einmal den Link auf Amazon zu diesen Produkten, wo ich sie auch gekauft habe. Schreib mal, was du davon hältst. Daumen nach oben oder nach unten. Da geht es zu meinen Büchern. Da kannst du ein Abo dalassen. Ein anderes Video. Link nicht vergessen. Sei dabei bei der Oma-Liste beim Newsletter. Hat mich gefreut, dein René Rossmann. Und bis bald.